Oh nee! Wir sitzen jetzt gerade in der Kacke, Alter. Ja, Warte mal, ich. warte. Oh, wie Du kommt. Snipe. Hey, Nein, don't nein, 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 recognize me! This is not my they are shit! not ours. This is not my shit! We just bought this garage and We. Hey, yo! We bought this garage and this shit was inside it before we bought it, you know? Please. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, zu Folge Nummer 102 mit Gary's Mod Roleplay! Ja, ich bin's wieder, euer Big Mongo Styler, und ich bin heute nicht allein, ich bin zusammen im Start mit dem Mr. Burning Haze. Gute! Gute, gute, gute. So, ja, wir sind auf den Roleplay-Server gejoint und wir wollen mal wieder eine schöne Session starten. Leider sind wir heute nur zu zweit. Starblade und Bimkills, die haben uns hier so ein bisschen sitzen gelassen. Aber ist nicht so schlimm, wir kriegen es auch zu zweit hin, was wir so geplant hatten, ja. Wie ihr seht, Leute, wenn ihr mal links unten in die Job-Section schaut, ich bin Corleone-Member. Ja, wenn ihr vielleicht mal Rückblick macht und bei mir in die Playlist reinschaut. Ich habe noch nie Mafiosi gespielt. Und wir haben jetzt vor uns hier im Mafiosi-Town was Schönes zu errichten, aber vorher muss ich meine Karre abholen. Und wo warst du doch gleich? Ich stehe hier im Mafiosi-Viertel vorne am Eingang beim Golf. Ah, Bist du okay, ah, das? Ich bin das, ja. Ja, super. Ja, Ja, da ist er ja. super. Yeah. Nice, Yeah, fetter, komm mal fetter rein, Golf. Bruder. So, okay. Jetzt? Unlocked steht da, aber ich komme nicht rein. Ja, weil ich Chap stehe, warte. Ah, genau, Dort. Das Chap stehen war das, ja. Quatsch mal nochmal zu, nochmal auf. Ja, jetzt bin ich Jetzt. drinne, super. Wunderbar, zumachen. Perfekt, perfekt. Oh, Ja, da gerade hat's sitzen wir geleckt. zwei im schönen, schönen Golf. Wir holen jetzt mein Auto, weil das wird mir irgendwie geklaut. Das war gerade voll der Kuddelmuddel, Leute. Ging's wieder total ab hier, volle Randale und so. Und jetzt habe ich letztendlich einen Job bekommen. Warte mal, ich muss gerade noch mal was schauen. Muss schon mal hochscrollen hier. Wo war das nochmal? Genau, der Lost Gamer HD. Nochmal vieles dickes, fettes Danke an Lost Gamer HD, denn er hat mir den Mafiosi-Job überlassen. Wollte ich dir nochmal live hier in der Folge danken dafür, weil ich hab's, so hätte ich lange, lange warten können, bis ich einen Mafiosi-Posten bekommen hätte. Und ja, hier vorne sehen wir auch schon meinen quietschgelben Hammer. Bitteschön. Das ist schon mal perfekt hier. Ich glaube, der ist ein bisschen im Arsch. Das könnte gut sein. Ach du Oh Gott. Scheiße. Oh mein Gott. Oh nein. Was, Was den ist hier Präsident raiden? los? Von einem Mensch. Ja, Ja, das war's gerade der eine von mir warte mal, wollte. das steht heute auch auf unserem Tagesplan, nur wir sind sehr spezielle Auftragskiller und wir kosten sehr viel Geld, ne? Ja, 50.000 pro Kopf, ne? Also 50.000 pro Kopf, ne? Der Burning ist auch da hinten im Golf. Also wenn der 50 kriegt, ich 50, 50 pro Nase, 50.000, dann sind wir glücklich, dann machen wir das. Nur natürlich nach abgeschlossenem Auftrag, ne? Was haltet ihr davon? Hallo? Ja? Nimmst du gerade auf? Ja, du bist gerade live auf YouTube. Was heißt live? Naja, ein bisschen versetzt. Kommt es am Freitag, heute haben wir Dienstag. Okay, viel Spaß noch. Und ich besorge das Geld. Du besorgst das Geld, das sind 100.000, ne? Ja, 100.000. Okay. So, Bernie, du hast gerade gehört, ich habe uns hier einen ja, dicken, fetten Auftrag klar gemacht. So, ich muss jetzt erstmal meinen Hammer reparieren hier, mal gerade und das Auto kriechen hier, ein bisschen hier Aber Schraubschlüssel und so. Hast du noch Munition dann einstecken oder müssen wir dann noch shoppen fahren? Du hast ja jetzt. Ist das Gute ist, ich habe schon mit deinem Geld gerechnet, weil ich habe nur noch 10.000. Ich habe zwar Waffen ohne Ende und alles. Was? Seit wann rechnest du mit meinem Geld, ey? Ja, weil du auch 50.000 von mir kriegst. Ich habe dir gerade 50.000 klar gemacht. Ach so, ja, okay. Ja, passt, ja, also ja. ist okay, oder? Wenn du Ja. da, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt 10.000 investierst in unseren Angriff, dann kriegst du natürlich noch 5.000 von meinen 50.000 zurück. Ja, das ist machen natürlich wir dann. Kein Das ist Problem, ja kein also Thema. sonst würde ich ja nicht mit deinem Geld rechnen, um Gottes Willen. Also, use. So, die Karre schnurrt wieder. So, also wegen dem Auftrag hier. Bist du noch da, Auftrag, Mister? Glaubt, er ist weg. Okay. Ja, wo findet der uns denn? Das ist ein bisschen,
Der ist das Geld klar machen, hat er gesagt. Bist du der hier, Mafiosi? Bist du der Freund vom Auftragsmacher? Na okay, da hat er anscheinend kein Mike. Naja, gut, dann, ja. Falls du mich hören kannst oder verstehen kannst, Mafiosi hinter mir, schreib doch mal was in den Chat oder so. Oh, es fliegt nie für ein dickes Ding, Alter. Alter, so eine fette Kackfliege, ey. Ich bin Bruce Lee, Mann. Ich fange die Dinger mit den Fingerspitzen, ey. Boah, Taxifahrer fast überfahren. Naja, ist egal, wir fahren jetzt erstmal zurück. Wir bauen uns jetzt schnell so ein kleines Anwesen auf und ein paar Contrabands, Leute, weil ihr habt wahrscheinlich die Folge 101 gesehen. Das nehme ich jetzt einfach mal so an. Falls ihr nicht anschauen, oben Videoanmerkungen wisst ihr ja, ne? Vorherige Folge und so. Klickt immer drauf. Schaut es euch an und dann wisst ihr, dass ich ein bisschen Geld gespendet habe für einen guten Zweck, weil ich investiere in eine Hammerkolonne. Ich bin ja so der Erste, den ich jetzt kenne, oder der Einzige, den ich kenne, der einen Hammer fährt. Und ich will, dass wir später alle mal einen Hammer fahren, ja, wie auch der Burning Haze hier hinten. Der kostet ja sagenhafte 150.000 und da habe ich den Bimkills. Ja, ich will es nicht verraten, schaut euch die Folge an. gut, weiter im Text. Wir suchen uns jetzt ein schönes Haus. Ein schönes, schnuckeliges Haus. Das werden wir ein bisschen umbauen, präparieren, so dass wir im Keller oder... Hier, das Ding sieht gut aus, oder? Mit Garage. Was hältst du davon? Passen wir da beide rein, meinst du? Ich schieb dich schon rein. Ja, kein Ding. Wir passen sogar beide rein, oder? Wir passen beide rein. Ja, Mann. So direkt alles kauf, du die Garage, weil du weißt ja, wir werden hier verfolgt teilweise. Och nee, die Tür gehört schon jemand. Oh nein. Das ist dumm. Naja, okay, Traum zu Ende, wieder rausfahren, rückwärts rausfahren wieder. Wäre ein tolles Haus gewesen, auf jeden Fall. Schön mit einer riesengroßen Garage. Can you please let me go outside, Blue Gulf? Thank you. Alter, was hier für ein Betrieb ist, Leute. Altes Life in Armor ist ein Scheiß hiergegen, Mann. Ohne Scheiß jetzt. Ja, das hier drüben hätte von Natur aus geblockte Fenster, aber ich weiß nicht. Ich kann ja mal kurz gucken gehen. Ja, dann bräuchten wir aber noch eine angebaute Garage oder so. Die ist ja Bible Door. Garage ist hier hinten als extra Hütte. Hier. Ah, okay. Passen da beide Autos rein, was meinst du? Wenn sie aufgeht, ja, eigentlich müsste. Ja, zwei Eingänge, ne? Warte mal, kann man die kaufen? Ja, klar. Kauf du die Eingangstür, mach schnell, bevor die... Okay. Bevor die anderen das machen. Du weißt ja, die sind uns auf den Fersen, unsere Fans. So, die habe ich gekauft, ist schon mal super. Ich share auch gleich mit dir die Türen, ja? Was will denn, was... Hey, ja, Lukas, Gude. Kannst du mich hören? Schreib mal ein Ja in Chat. Irgendwo, genau. Du wolltest doch ein Foto mit mir machen, ne? Ein Screenshot, gell? Du warst doch der, oder? Genau, ja, dann leg los. Ich weiß nicht, wie du dich selber drauf kriegen kannst. Ah, genau, drück mal Steuerung und Tabulator. Dann siehst du dich in der dritten Person. Und dann kannst du ein Bild machen, wo wir beide zu sehen sind. Weißt du, ich meine, so ungefähr so irgendwie. Dein erster Screenshot, hä? Ja, mein erster Screenshot zusammen mit dem Fan. So, dann, ich hoffe, es hat funktioniert. Viel Spaß mit dem Bild. Auch noch angeschrieben, ob wir als Auftragskiller angeheuert werden können. Ja, ey, 50.000 pro Nase. Ich habe das erst eigentlich. Ich hab's gut, dann schreibe ich mal, wer ist denn das? Ich hab's spaßhalber. Ich hab's. Ach, der MCLP, ja, den kenne ich, den kenne ich. Ja, der ist auch bei mir in Steam vorhanden. Der ist auch bei jedem Livestream dabei und so. Jetzt sagen alle, was Livestream wie Mongo, du streamst oder was? Sag ich, ja, natürlich auf twitch.tv/bigmongostyler. Wie ihr wisst das noch nicht. Das gibt's doch nicht, Leute. Fast 2000 Abonnenten habe ich jetzt und es sind auf dem Livestream immer nur so 20 bis 50 Zuschauer. Das ist nicht nur, das ist sehr viel für einen Livestream. Um Gottes Willen will ich gar nicht sagen, dass es wenig ist. Aber wo sind denn die anderen Abonnenten da draußen? Lasst euch doch mal blicken auf twitch.tv/bigmongostyler. Genau. Hast du schon geshared? So, ich bin gerade dabei. Ich suche deinen Namen hier. Ach so. Ich finde den nicht. Hast du irgendwas vor? Mr. Burning Haze. Ja, ich suche den gerade. Ich habe es geändert. Achso, nö. Mr. Fängt mit M an, ne? MR, ja. Alter, bin ich blind. Ah, hier ist er doch, hier ist er doch. Wunderbar. MCLP, so der erste. Bietet 3K pro Nase. Du bist der Boss. 3K, wir haben Ande ein Angebot mit 50.000. Wir haben ein Angebot für 50.000 pro Nase. Ne?
verhandel du das am besten. Du bist der Boss hier bei uns. 50.000 pro Nase. Ja, das ist weitaus mehr. Ja, 50.000 ist... Okay. Oh, was haben wir denn hier drin? Ein Leute, bisschen. Mach direkt mal zu. Du hast euch geschert. Ja, Mann. Wir die kaputt. Ich hab schon geschert. Konnte aber nichts machen. Doch, du kannst den Knopf hier benutzen. Du musst die Knöpfe benutzen. Ach so, ach, stimmt ja. Das ist doch hier... Hast du die Eingänge gekauft, ja? Warte, die machen wir kaputt, ja? Ah, da ist jemand draußen. Ich glaube, die sind von unserem Kollegen. Hey, what's up, dudes? Oh, no. Ich habe auch noch im Sidechat gesagt, scheiße, schieß die Dinger kaputt. Die sagen, die sind uns. Nimm mal eine Waffe, Alter. Die sind nicht uns. Das ist ja... Oh, nee. Wir sitzen jetzt gerade in der Kacke, Alter. Warte mal, ich... Oh, wie kommt... Hey, hey, don't make noise on me! This is not my shit! This is not my shit! We just bought this garage and... We bought this garage and this shit was inside it before we bought it, you know? Please. We saw it right in this second as we bought this garage and this was already here. Watch the names at the contrabands. They are not my name in it. Ich glaube, bei Contraband siehst du das noch nicht mal. Hey, what's up? They are not ours. We bought them. Me that's and Mister. That's not ours. That's not mine, really. I swear it. I can't refill it. You want to see it? You want to see it? I can't refill it. I press the... Oh, what the fuck? What the fuck? Wow. Lol. Lol, guys. I dropped on the rooftop. Sorry, dude. I'm here. Yeah, check that right now, yeah. Check it. I can open it for you, dude. No problem. We bought this and we opened the... Yeah, I bought this door 1 minute ago and where we opened this door, the contrabands was in it. Yeah, the garage wasn't sold, but contrabands was in there. We just want to park our cars in there and then we saw this. You can destroy it. No, yeah, you can destroy it because I can't refill the shit. That's kind of a weird thing. Hey guys, I swear to you, because you can see... Was heißt Beweis? You can see it on YouTube. You But you can see that I don't lie on YouTube. On YouTube, I swear it, on my YouTube channel. This is the episode 102, okay? You can see it on my channel. I swear to you, this is not a lie. Okay, do this. Okay, have a nice day. Thank you. Have a nice day. Alter. Alter Schwede, Alter. Wir machen die Alter Garage Schwede. Auf, war nicht verkauft und direkt... Hey, but, officer, please, before you go, check the house which we buy it right now, if there was some contrabands in it. Ja, warte, ich komm mal... So, ich hab ihm nur mal... Ich hab jetzt richtig ehrlich, hab ich ihm nur gesagt, er soll die Scheiße abchecken, officer, Alter. Yeah, I'm here. So, genau, guck du mal, dass here, du mit den... Oh, ich hab so, Leute, ich hab so das dumme Gefühl, dass mein Hammer hier nicht reinpasst. Weil die Garage scheint ziemlich schmal zu sein. Oh, da... We oh! This house right the second before the garage, yeah, and... You was? See, nothing in here. Was ist denn das für ein Fick-Schlitten-Teil, Alter? We just came to the city and bite this house and, yeah. Oh, ich pass mit meinem Hammer hier nicht rein, Mann. Das gibt's doch nicht. Have a nice day, officer. Da muss ich jetzt echt eine Garage bauen, oder was, Leute? Aber ich spiele ja nicht erst seit gestern Roleplay. Ich glaube, ich habe da sogar was in meinem Advanced Duplicator. Ich müsste da was haben. Irgendeine Outdoor-Garage. Muss ich jetzt mal durchlesen gerade hier. AMPM. Ja, da ist der Golf doch praktischer. Obwohl, oh, das wird auch eng. Alter. Na, fettes Auto hast du da, Alter. Jetzt sind wir lieber deinen Trabi behalten hier. Den hab ich immer noch. Rein mit dir. Decke und Garage, Rampe. Ne, das war hier. Da kommst du auch nicht mit Anlauf. Oh nein. Rein. Ich hab's schon probiert. Oh nein. Was? Oh ne, du hängst fest, oder was? Ja. Ja, warte, komm, wir machen das mal ganz unauffällig. Mit dem Lampenschirm. Dankeschön. Ja, scheiße. Ja, der andere hätte die Feuerwehr gerufen. Der letzte da in der letzten Folge, weißt du? Der hat's gut gemacht. Der hat gesagt, ja, help me. Der hat keinen Prop benutzt, also da muss ich nochmal loben. Aber ich habe hier leider keine Outdoor-Garage. Ich muss das jetzt basteln. Guck mal, weißt du, was ich sagen würde? Du kannst dein Golf doch hier reinparken, ne?
Guck mal, wo ich stehe hier. Ja, locker. Weil dann baue ich jetzt hier einfach ganz easy peasy zwischen Garage und unserem Haus, baue ich eine Platte hin, dann ist das Teil zu und vorne mache ich eine Tür hin mit Fading Door. Das sollte nicht mal ein Akt, nicht mal von 5 Minuten sein. Also, ja, okay, oh, der Baum Minuten ist mal nicht schon. No-Collide. So, ich glaube, das geht sogar mit der Platte hier wunderbar. Dann machen wir so, dass die Platte in die Garage ein bisschen reinguckt, weil die können wir ja eh nicht benutzen. Haben wir die voll umsonst gekauft, die Kackschleuder. So, warte, Wow, dein Auto fliegt. Okay, die Platte war auch zu kurz. Warte, welche hatte ich jetzt? Das ist jetzt die große Preisfrage. War das... Nee, die hier war es nicht, aber die wäre optimal. Ah, wir werden schon wieder verfolgt. Pass mal auf, nicht, dass ich dein Auto ich aus Versehen... Ich liebe mich auch selber. Nein, Spaß. Nein, nicht mich ablecken. Bis später. So, da haben wir schon mal das Teil hier von hinten gesichert. Weißt du, die könnten sich nur reinpushen mit irgendwelchen Kackteilen. Mit irgendwelchen, du weißt schon so. Und da packe ich jetzt auch noch ein geiles Material drauf. Theoretisch könnte ich die Tür jetzt hier mit dem Stacker reinziehen, aber ich will eine kleinere Wand haben. Das war eine 7er. Von der Länge her top, aber 5 ist zu hoch, finde ich. 5 mal 7. 4 mal 6. Mach mal eben die Garagen zu. 4 mal 7. Bei unser Haus. 4 mal 7. Das Easy ist World. So, jetzt ganz schnell dahinter rennen hier. Zack. Mach's uns schon mal hübsch im Häuschen. Richte mal die Küche ein. Genau, richte mal die Küche ein. Habe ich ja Übung als Koch, ne? Ja, auf jeden Fall, ja. In der letzten Folge ist ja was hübsch geblieben sein. Hungrigen Schwein und so, ne? Genau, das hungrige Schwein. Das darf man nicht vergessen. Das ist echt eine geile Bude, ey. Ohne Scheiß. Hätten wir hier kein Problem mit auf dem Scheiß-Server, ne? Dann, ja, wie gesagt, das ich habe gestern gesagt bekommen, ab 200 Stunden soll das Problem auf 40 steigen. Okay, stimmt? Warte mal, keine ganz, warte mal ganz kurz. What do you say? Hä? Burning Haze, der ist da drinnen. Der schläft gerade. Der hat Kopfschmerzen und so. Weißt du, hier das Wetter hier heute in Roleplay City ist irgendwie nicht so der Burner. Weißt du, es drückt so ein bisschen im Schädel. Ah, der ist hier im Schlafzimmer, genau da, wo ich hinpointe, weißt du, da schläft er gerade. Aber nicht reingehen, ne, der ist ganz schön wütend, wenn man ihn stört, ne. Also pass auf, ne. So, Fading Door, ich mach da jetzt hier... Hier gibt's ja dieses fette Schlafzimmer drin mit dem geilen Bett. Das hab ich jetzt nur geraten, ich war noch nie in dem Haus drinne. Ich schwör's, ich war noch nie in dem Haus, ich hab einfach nur vermutet, dass da ein Schlafzimmer drin ist. Ich hab oben aufs mittlere Fenster, obere Stockwerk gepointet. Ziffern, also Passwort ist, Passwort 7331. Ah ne, das haben die doch alle gesehen. Ja, wir machen 8877. Okay. 8877 ist ganz easy zu merken und dann müssen wir das so machen, dass dieses Dingens, warte mal, wir können es machen, dass das Teil... Wenn du jetzt aussteigst, ja? Du steigst aus, gibst den Code ein. Wie lange brauchst du, wie viele Sekunden, dass du das Auto reingefahren hast? Ungefähr mit einsteigen wieder ins Auto so 7 bis 10 Sekunden, oder? Ja, locker, ja, 10. 10, ja? Ja. Okay, machen wir 10 Sekunden, weil ich will das so machen, dass es automatisch halt schließt, ne? Weil das ist dann Pimp halt, ne? So, und ich will mich auch nicht zu lange aufhalten, Leute. Ihr merkt schon, ich halte mich immer gerne sehr, sehr lange an solchen Sachen auf, weil ich bin eigentlich so ein Baukünstler. Ich mag das halt voll so... Sachen zu bauen. Aber es müsste jetzt eigentlich nach 10 Sekunden zugehen. Ja, jawohl, es funktioniert. Jetzt machen wir mal so einen kleinen Testlauf. Ja. Boah, jetzt hat es gerade gelaggt. Immer wenn ich im Hammer sitze, laggt. Der Bernie ist auch da. Wie gesagt, der schläft, ne? Ich bin müde. Also... Ja. Kraul mir was im Bettchen. So, und jetzt... Oh, wow, 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 nein, bitte. Oh, jetzt bin ich in deinem Auto gelandet, aber es ist nicht so schlimm, das ist okay. Jetzt machen wir noch einen Knopf von innen dran, den musst du halt gedrückt halten, ne? Ja, ist das, klar. Das ist ja easy, dann mache ich mal einen hier hin und einen hier hin, weil wer weiß, wo man aussteigt. So, das sollte eigentlich passen. Super. So, und jetzt geben wir dem Ganzen noch ein schönes Material, weil zufälligerweise habe ich hier ein Material mal gesehen, das so ähnlich aussieht wie die Fassade vom Haus.
Das war doch irgendwo hier unten, meine ich. Hier, das hier. Ja, das ist perfekt. Muss nicht so schön sein. Aber jetzt komme ich nicht an die Knöpfe dran, Leute. Okay, so geht's. Ja, perfekt. Optimal. Unsere Autos sind geschützt, haben eine kleine Garage. Optimal, Leute. Bin ich stolz drauf. Es ging auch eigentlich recht schnell. Ich glaube, wir haben doch 5 Minuten gebraucht, aber ist nicht so tragisch. So. Er gehört aber auch dazu. Ja, mit bisschen Liebe muss sein. Hast du die Tür schon geschert da vorne, die Private Door? Ja. Okay. Dann geht das ja jetzt. Warum geht die Tür nicht mehr zu? Ah, jetzt. Jetzt. Ach, das ist so schön, eine Tür zu haben. Nicht wie beim AMPM, die man auch zumachen kann als Besitzer. Alter, endlich mal hier ein Zuhause, Mann. Geil, alle Fenster sind zu. Wow, wow. Alter, was hast du hier gespawnt, ey? Ich hab gedacht, das wäre ein Kochtopf, aber das war so ein Wäschetopf. Ja, das ist entweder ein überdimensionaler Kochtopf die oder. Klopfen schon wieder an die Tür. Lasst uns in Ruhe, Nachbarn! Burning schläft! Ich hab Kopfschmerzen! Geh weg, sonst rast ich aus! Leute, bringt Aspirin mit oder lasst sein jetzt, ja? Oh, hier oben haben wir. Hier haben wir schön viel Platz. Ich habe mir das oben ein bisschen anders davor gestellt, aber ist okay. Oh, was wackelt da so? Ich muss was essen. Das war ich gerade, glaube ich. Achso, ja, das warst du, aber es hat mich an mein Essen erinnert. Dass ich was essen sollte. So, und hier oben, Leute, wir bauen das jetzt ein bisschen. Ich habe auch schon gesehen, wir haben schon wieder das Zeitlimit erreicht, aber ich will nur mal kurz euch in dieser Folge noch zeigen, wie meine kreative Vorstellung in diesem in diesen Räumlichkeiten hier ist. Meine Contrabands werden natürlich hier in der letzten Ecke stehen, also die von mir und Burning Haze. Die werden wir hier hinten reinstellen. So, und da wir hier direkt schon die gute Gegebenheit haben, dass hier eine Wand ist, eine kleine schmale Wand, wo wir eine Tür reinstellen können, werden wir das auch machen. Also ist hier eine Wand mit einem Keypad. Drin ist ein Knopf. So, papp, erste Wand. Dann mache ich hier irgendwie, wie machen wir das? Mache ich hier vielleicht eine Wand? Ja, nee, noch eine. Ich will noch eine hier reinmachen. Ach so. Und natürlich dann hier auch eine Tür. Und dann hier drinne kommt so eine dreifache Doppeldoor. Das habt ihr vielleicht schon mal bei mir in der Folge irgendwo gesehen, wo ich in Apartments gebaut habe, diese Schiebetüren, die sich da aufschieben. Die mache ich dann hier noch hin. Also das heißt, unsere Contrabands sind dann durch maximal 1, 2, 3, 4 Türen geschützt. Und ja, ich glaube, da haben selbst die Cops schon ein bisschen schwer, wenn sie da hier rein wollen. Oder irgendwelche Einbrecher jetzt zum Beispiel mit dem Cracker. Die brauchen dann einige Cracker. Und ja, das erschwert denen dann den Fund unserer Contrabands. Und ja, wenn wir das dann hier errichtet haben, das wird jetzt vielleicht noch die Hälfte der nächsten Folge in Angriff nehmen. In Anspruch. Und danach werden wir mal schauen, was mit unserem Auftragstyp wieder abgeht, weil 50.000 pro Nase hätte ich schon gerne. Ich habe so viel Geld ausgegeben, ich habe nichts mehr. Und da unten links im Chat, wenn ich da nur sehe, was da abgeht, da steht Johannes irgendwas, hat geschrieben, Burning Haze, ich will Sex. Alter Schwede, ach, ich weiß ja nicht, was du mit deinen Abonnenten machst, aber irgendwie... Nix, eigentlich mache ich gar nichts mit meinen Abonnenten. Ja, vielleicht genau daran liegt's, ja, die sind richtig geil auf dich. Oh Gott. Aber gut, du richtest ein, ich muss jetzt auch mal kurz für kleine Jungs, aber das seht ihr alles nicht in der Folge, das werde ich jetzt offscreen machen. Ich mache auch noch was offscreen. Facecam. Ja, Facecam, oh, geil. Facecam. Ja. Ja, gut, also Leute, das war's für diese Folge, für Folge Nummer 102 in Garry's Mod Roleplay mit mir, Big Mongoose Tyler und dem Mr. Burning Haze. Bye bye. Achso, und bevor ich es vergesse, lasst Kommentare da, bewertet positiv oder negativ, je nachdem, wie ihr diese Folge gefunden habt. Und jetzt wirklich, bye bye.